Okay, wir beweisen jetzt mal etwas Merkwürdiges zu Primzahlen, nämlich das Folgende. Alle Primzahlen Na, das heißt ja nicht alle Primzahlen hier. Alle Primzahlen größer 2, also wir betrachten nur die Primzahlen ab 3, haben die Form 4n plus minus 1. Wir haben von n aus den natürlichen Zahlen. So. Also alle Primzahlen größer als 2 haben die Form 4n plus minus 1. Um uns mal zu vergegenwärtigen, was das bedeutet, machen wir vielleicht mal ein paar Beispiele, ja? Okay, also. Nehmen wir mal die Primzahl, also 2 dürfen wir nicht nehmen, nehmen wir mal die 3, ne? Die 3, hat die Form 4n plus minus 1? Naja, klar, ne? Das ist 4 mal 1 minus 1. Okay. Die nächste Primzahl, die 5, für die gilt das auch. Ne? Die hat 4, ist 4 mal 1 plus 1. Nehmen wir mal die 11. Naja, die 11 ist 4 mal 3 minus 1. Wenn wir die 19 nehmen, das ist 4 mal 5 minus 1. Und so weiter und so weiter. Egal welche Primzahl man nimmt, sie wird die Form 4n plus minus 1 haben. Ne? Das heißt, wir sollten uns eigentlich ranmachen, das mal zu beweisen. Okay, jetzt probieren wir das mal, beweisen wir das doch mal. Beweis. Für den Beweis ist es ganz gut, sich mal Folgendes zu veranschaulichen. Wir schreiben mal die Primzahlen auf, oder wir schreiben mal alle natürlichen Zahlen auf, und zwar in Viererpäckchen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und so weiter. Na, hier 16. Machen wir noch eine Zeile dazu. So. Und wir können uns jetzt denken, dass es hier unendlich weitergeht. Okay. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wo können wir eigentlich Primzahlen finden und wo können keine sein? Also definitiv keine Primzahlen findet man in dieser Spalte hier. Denn da stehen nur gerade Zahlen. Das ergibt sich so, weil wir die Primzahlen hier, weil wir die natürlichen Zahlen in Viererpäckchen anordnen. Das heißt, hier ist eine gerade Zahl, hier ist eine gerade Zahl, dann ist wieder hier eine gerade Zahl. Da und da und da und da und da und da und da. Aha, da sieht man auch schon, hier hinten können auch keine Primzahlen sein. Okay, also hier können keine Primzahlen sein, da sind gerade Zahlen. Die 2 streiche ich mal mit, das ist eine Primzahl, aber wir betrachten hier nur die Primzahlen größer als 3. Und das streiche ich jetzt mal hier. So, das heißt, Primzahlen sind ja, wenn sie größer sind als 2, ungerade Zahlen. Das heißt, sie können eigentlich nur hier stehen oder da stehen. In dieser Spalte oder in dieser Spalte. So. Diese Spalte hier, das sind ja gerade die Vielfachen von 4. Das heißt, 4 mal 1, 4 mal 2, 4 mal 3, 4 mal 4, 4 mal 5, 4 mal und so weiter, 4 mal n. In dieser Spalte hier, das sind gerade die, die um 1 kleiner sind als die Vielfachen der 4, also 4n minus 1. Die in dieser Spalte hier, wenn man mal von der 1 absieht, sind gerade um 1 größer als ein Vielfaches der 4, also 4n plus 1. Ja, 5 ist ja gerade 4 mal 1 plus 1. 9 ist 8 mal, 4 mal 2 plus 1 und so weiter. Diese Zahlen sind genau um 1 größer als das Vielfache der 4 eine Zeile drüber. So. Naja, und da sieht man es ja eigentlich schon. Ja, die Primzahlen haben entweder die Form 4n minus 1 oder 4n plus 1. Okay. Wenn man es noch ein bisschen formaler haben will, wenn ich alle natürlichen Zahlen betrachte,
alle natürlichen Zahlen, wie sie hier stehen, dann haben die ja nur die folgenden Formen. 4n, 4n minus 1, das ist diese Spalte, 4n plus 1, das ist diese Spalte, und diese Spalte hier ist 4n plus 2, ne? Oder 4n minus 2, kann man machen, wie man will. 2 weiter als ein Vielfaches der 4. Okay, das sind die vier Fälle, die es gibt. Angenommen, unsere Zahl x ist gleich 4n. Dann folgt daraus 4 teilt x. Ja? 4 mal n gleich x, also teilt 4x. Das ist die Teilbarkeitsdefinition, also x nicht prim. Hier unten die andere Spalte, die wir hier gestrichen haben, angenommen x ist das hier, 4n plus 2, dann kann ich hier ja 2 ausklammern, ne? 4 mal 2 mal 2n plus 1. Das hier ist 4n, das ist 2. Daraus folgt, 2 teilt x. Ich habe hier eine ganze Zahl gefunden, die an 2 ranmultipliziert x ergibt. Also ist auch hier x nicht prim. Nur in diesen beiden Fällen hier kann prim sein. Auch hier gilt wieder, die Primzahlen haben diese Form, aber die Umkehrung gilt nicht unbedingt. Also wenn ich eine Zahl der Form 4n plus minus 1 habe, ist das nicht unbedingt eine Primzahl. Ein Beispiel ist hier die 15. Die ist eine ungerade Zahl. Die hat die Form 4n minus 1. Das ist gerade 4 mal 4 minus 1, ist aber keine Primzahl. Aber andersherum, wenn ich eine Primzahl habe, dann hat die die Form.